Schonefels Mühle. Diese zwei Wassermühlen gehören zum Gut Schonefeld. Der Müller war so freundlich, das Wasserrad drehen zu lassen. Seit dem 1. Jahrhundert befindet sich eine Mühle im Wappen des Gutes. Es gibt ein großes Wasserrad mit einem Durchmesser von 5,40 Meter und nur einer Felge. Dreht sich die große unterschlägige Mühle wieder seit 1996. Auf dem Gelände befindet sich auch eine Tretmühle, die angetrieben werden kann durch Pferd oder Ochse. Die Schuppen auf dem Gelände sind als Museum eingerichtet. Nach 1940 begannen die Mühlen zu verfallen. Außer dem Mahlwerk sind an dem Rad noch eine Waschmaschine, ein Butterfass und eine Drehbank angeschlossen. Das Müllerhaus stammt aus dem Jahr 1883. Es begann zu verfallen, wurde aber im Jahr 1999 renoviert.